Hallo! Moin! So, vielleicht habt ihr Ja. die Folge vorher gesehen, wo wir mal wieder spontan einfach losgelabert haben. Cool. Ich habe dir noch geschrieben, ich will das mal so richtig jetzt machen. Ich finde das geil, Ja, wenn ich spontan gebabbel. darum heißt es ja spontan gebabbelt. Das ist geil. Also, es geht um unsere, ich nenne es jetzt nicht Top 10, ich sage einfach unsere 10 Lieblingsspiele der letzten 10 Jahre. Also, Ja. jedem die 10. Oder die 10 Spiele, die man die letzten 10 Jahre gespielt hat. Ja, das sind ja dann wahrscheinlich deine Lieblingsspiele, wenn du sonst nichts gezockt hast. Ich kann ja Ich habe gerade extra wenn man gegoogelt, nicht. ob das auch in diesen Ja, Zeitraum ich habe reinfällt, die auch einige Spiele, wo ich Spiele aufgesucht habe. gegoogelt. Ja. Persona 4 hätte nur 2 Jahre später rauskommen müssen. Dann wäre Ja, alles ich gewesen. habe auch geguckt, ich habe es im Internet geguckt, so Best Games von 2010 bis 2019, weil 2020 kam ja noch nicht so richtig. Nee. Also, Und nee, dann habe ich. für 2020 habe ich das auch keinen dabei. Ist ja Ist scheißegal. ja Und aber dann nicht habe ich schon jetzt. rausgekommen. Ich habe dann so die Liste gemacht, gell? Von welchem Jahr sie heute gekommen sind. Ich habe dann mit 2010 angefangen, das ist bei mir jetzt ganz oben und so runter. Aber das ist ja Aber scheißegal. wir machen es ja ohne Ranking, zum Beispiel auf Platz 1 oder sowas. Nö. Einfach nur so. Du Na sagst gut, einfach, ich was meine, ist. bei euch gibt es ja noch ein Spiel dieses Jahr, das Spider-Man, wo dieses Jahr noch rauskommt. Nein, es gibt doch mehrere, die ich haben, wie Marvel's Avengers, Cyberpunk 2077. Dann kommt noch Vampire the Blood Masquerade 2 raus. Ja, aber von denen denke ich mal, wird keins. Außer Cyberpunk vielleicht, wo ich sage, okay, das ist eins der besten Spiele der Watchdogs kommt letzten auch 10 raus. Jahre. Marvel's Avengers. Das wird ein gutes Spiel, aber nicht eins der besten der letzten 10 Jahre. Nee, Das glaube ich jetzt keine nicht. Ahnung. Watchdogs kommt, glaube ich, auch raus Ja, dieses aber Jahr. auch das. Fairy Tail, ja. Das kommt Ja, auch aber Donnerstag raus. wird das eins deiner Spiele, wo du sagst, jawohl, das ist eins der geilsten Ja. Spiele, die du in den letzten 10 Ja, Jahren gespielt kann ich hast? mir vorstellen. Echt? Du weißt, ich bin obsessiv, ich Ja. besessen von Fairy Tail bin. Ja, du bist besessen von Anime-Spielen, also. Das ist. Da sind bestimmt 20 One Piece-Dinger drauf. Nein. Doch. Nein. One Piece habe ich kein einziges. Doch, hundertprozentig. Es gibt für mich Eins tatsächlich kein gutes One Piece Spiel. und Ist zwei auch hast du so. bestimmt. Nein, ich finde, es gibt kein gutes One Piece Finkel. Spiel. Also ich habe eins drauf. Ja, ist ja egal. Ich wollte mir das World Seeker kaufen, das ist Open World, gell? Ja. Ich habe nur Schlechtes drüber Ja, gehört. das war. Nur Schlechtes! Ich habe es auch beim College angezockt und das ist auch wirklich nicht gut. Da haben die gesagt, wenn man Open World rumläuft, ist keine Musik. Dann habe ich gesagt, hä? Ich brauche ein bisschen Unterhaltung, wenn ich da ru Das einfach Spiel nur ist rumlaufe. einfach schlecht. Und ich habe mich voll drauf gefreut. Ich dachte, Das ah, ist das ist so ein World Peace, aber Assassin's wenn die, Creed aber wenn und. die das nächste One Piece so machen, wie die Trailer aussieht, was jetzt kommen soll, das nächste One Piece Kenne da, ich nicht. das Kenne ich sieht schon nicht. mal Wie sehr war nice aus. das? Ja, weil wir bei One Piece sind. Tokyo One Piece Tower. Ja, der macht Der zu. macht So zu. ein Scheiß. Oh, Wir waren letztes ich hasse Jahr Corona, in ey. Ja. Ich sehe schon kommen, dass das wieder ein Schmarrn gebabbelt wird. Das einzige, okay, Moment. Das einzige Gute in Shibuya hat einen Peace Laden aufgemacht. Da können wir da reingehen. Da war ich mit meiner Freundin letztes drin. Okay, fangen wir an. Kommen wir Scheiß auf erstmal den wieder Rest. nach Japan und dann sehen wir weiter. Patrick, du darfst gerne Ich anfangen. darf Was anfangen, ist so? oder? Dann können wir über das Spiel diskutieren. Mit was fängt man denn Fang an? einfach Ne? mit dem. Alter, wie viele Seiten hast du da? Zwei. Der hat Hausaufgaben gemacht, der Pops. Ja, ich Ja, habe richtig Hausaufgaben ich gemacht. hab nur unten drunter geschrieben, warum ich das Spiel so geil fand. Ich habe einfach nur mein Spiel aufgeschrieben und dann. Warum? Ja, ich auch. Ja, Okay. Ich habe nichts als erstes aufgeschrieben, auf ich habe meiner alles Liste ist. hier. Vom Hideo Kojima Death Stranding. Death Stranding, Death letztes Jahr kam das raus. Kam Ja. 2019 raus, Und ja. warum? Hast du es durchgespielt? Natürlich habe ich es durchgespielt, Ich hallo? nicht. Ich nicht. Also, warum? Warte, warte, habt ihr das gespielt? Ja. Nein. Okay. Dann kann einer. Aber weißt du, was es ist? Postboten-Simulator in der Apokalypse. Ja. Okay, Postbote, interessantes ja, Konzept. Ja, das der so, das ist transportiert es ja doch. auch ein bisschen mehr wie Briefe. Ja, Po als Post Pakete. Er ist ja. DHL oder FedEx Briefe. Von, Ja. Nee, an sich, das soll das Spiel erklärt, ist, die Welt ist untergegangen und überall sind so komische Geister-Zombies, gell? Und du musst halt von A nach B das Zeug bringen. Und wenn du dann bei B bist, geht's weiter nach C. Und so weiter und so weiter. Aber ich habe halt nur den ersten Kapitel gespielt, deswegen ich weiß nicht, was da noch kommt. Ich bin bei Kapitel. Ich hab das zurückgespielt. Ich hab durchgespielt, ja. Aber ich spoilere. Nee, will ich auch nicht. Ich Ja, will es gut. noch spielen. Also erstens mal, die Grafik ist der Hammer von dem Spiel. Ne? Also diese Eröffnungsszene und du siehst, kommst ja vor wie im Film. Ne? Spielst auf der normalen, nicht auf der Pro, gell? Auf der normalen, ja. Also auch kein 4K. Nein, Okay, gut. normal. Okay. Hallo, kommt mal die PlayStation 5 raus. Ne? Also, Hey, jetzt wo lohnt ich sich's bei so nicht. Pro Hey, jetzt lohnt kam. sich's nicht mehr, nee. Und zweitens, weil das Spiel einfach von Kojima ist und der macht halt geile Spiele, ne? Das ist halt Kojima Und Productions. genau das finde ich leider nicht. Ich finde das letzte Metal Gear, war das Metal Gear 5? Phantom? Ja, Strike, war das der 5er? Ja. Das habe ich ja gespielt.
Ich fand den voll scheiße. Da war das habe ich nicht gespielt. Da war wirklich nicht gut. Den Vierer, wo Old Snake... Phantom Pain, genau, heißt das. Das fand ich so ein gutes Spiel, gell. Das hätte ich eigentlich auf meine Top 10, das habe ich gar nicht drauf. Ja. Das war so ein geiles Spiel. Nee, ich mag das. Das kam, glaube ich, sogar vor 2010 raus. Deswegen habe ich es nicht auf meiner Liste. Ist ja egal. Google doch mal. Ja, ich kann googeln. Ich rede jetzt, Google du. Und ich fand, den 5 war so scheiße, weil dieses Open World. Es ging ja schon nur darum, dass du deine Soldaten zusammenbringst, so, dass du so ein Team hast. Ich fand das Spiel scheiße. Ich fand es auch nicht. Ich weiß nicht wieso, ich habe mich voll drauf gefreut. Metal Gear, Hideo Kojima, mach einfach Metal Gear 4 Metal auf Gear der 4. PS3. Ich glaube, das war 2008 oder so, das rausgekommen. Deswegen ist es nicht auf meiner Liste. Maya, lass meine Filme in Ruhe. Ganz immer ineinander interessiert sie nicht. Die Katzen sind cool, gell? Das Einzige, was mich richtig stört an den Katzen, sind die Haare. Die verlieren so viele scheiß Haare. Das ist nicht normal. Letztens hat meine Freundin hier alles sauber gemacht, sogar geputzt, gell? Eine Stunde später sah es aus wie vorher. Ja. Okay, egal. Wir reden hier über... Wie kannst du eigentlich die Katzen auseinanderhalten? Die haben doch verschiedene Farben. Ja. Die eine ist weiß, die andere ist braun. Zum einen, zum anderen, die haben ein anderes Gesicht. Ja, die Maya, also die Schwarze, die sieht aus wie so ein Down-Syndrom. Die hat so eingedrückte Nase. Ja. Und die andere sieht aus wie so eine Katze. Ja. Und? Moment. Findest du es nett? Genau. Death Stranding fand ich gut. Ich weiß nicht mal, warum ich aufgehört habe. Das Spiel ist geil. Ich habe nicht aufgehört, was mir nicht gefallen hat. Ich habe einfach nur aufgehört, weil ich irgendwie was anderes dann gespielt habe. So ist es meistens. 2008. Ha, guck, habe ich nicht gesagt, 2008. Ja, deswegen ist nicht meine Liste, weil ich mache meine Top 20 Jahre von den letzten 20 Jahren und dann ist es bei mir dabei. Das einzige Metal Gear, was ich gespielt habe, war glaube ich, Fünfer. Ja, das Fünfer. Das Open World Ding. Ja. Wo du rumlaufen konntest. Ja. Nee, ich glaube, Dreier. Solid, nee, wie hieß der? Solid. Naked Snake. Was ist der? In dem Dschungel? Metal Gear Solid oder so irgendwas. Ja, Metal Gear hießen sie alle. Ich glaube, Solid war, glaube ich, der Teil, wo ich gespielt habe. Ich habe Metal Gear vorher auch nicht richtig gespielt. Mein erstes Mal war das Old Snake, wo ich richtig gespielt habe. Das war richtig geil. Aber, ja. Und ein Jahr später waren wir auf der Gamescom und wer war da? Kojima und wir haben Metal Gear vergessen mitzunehmen. Nee, wir hatten es dabei. Genau. Nur da war so die Hölle los, ja. Wo ich dann gesagt habe, wir gehen nächstes Jahr. Ja, ja. Und dann ist er nie wieder gekommen. Das kommt dieses Jahr machen. Die machen das jetzt so wie so ein MMO, dass du da deinen Avatar stellen kannst auf der Seite und rumlaufen kannst und die Spiele anzocken kannst, als Demos runterladen kannst. Okay. Das ist wie so ein MMO, wo du rumlaufen kannst und alles. Ja, wo du auch die Leute treffen kannst online. Bei der Gamescom oder was? Ja. Ich würde einfach nur... Mir sind die Spiele eigentlich scheißegal. Ich will einfach nur einmal den PS5-Controller in die Hand halten. Das will ich so. Aber warte, bis er rauskommt. Ja, toll. Ja, aber ob dann das Gamescom das zeigen? Also die Konsole da haben? Ja, natürlich. Damals, als die PS4 rausgekommen ist, da war der Richard nicht dort. Können wir weitermachen? Ja, Martin, da war der Richard noch nicht dort. Und die hatten die PS4. Okay. Wir hatten Controller, alles gemacht. Okay, Martin, du bist dran. Oh. Machen wir jeden einmal durch und dann fangen wir wieder von vorne an. Mhm. Oh. Also, das Spiel, was ich mit am liebsten gespielt habe in den letzten 10 Jahren, ist interessanterweise vorher schon rausgekommen. Aber weil ich fast nicht auf 10 Spiele sonst komme. Also es ist ein Spiel, das ist vor 2010 rausgekommen, du hast es erst danach gespielt. Ja. Okay. Deswegen, ja, ist okay. Ist eine MMO gewesen, oder ist es immer noch World of Tanks von Wargaming? Das ist schon so altes Spiel. Ja. Echt? Das ist schon noch von vor 2009. Alter, okay. Moment, wir gucken mal. Ich dachte, das 2009 war schon die Komplettversion raus. Das Spiel habe ich dann allerdings irgendwann aufgehört zu spielen. Aus einem ganz einfachen Grund. Ja, zu viele Patches, zu viele Updates, zu viele Fahrzeuge, die nicht mehr in das ursprüngliche Spiel reingepasst haben. Von der Chronologie her. World of Tanks? Und ja. Das war am 12. August 2010 ist das rausgekommen. Na perfekt, na passt. Ich hab's aber davor schon gespielt. Vielleicht hast du ja später gespielt. Ja, vielleicht hast du später gespielt. 2010 ist rausgekommen. Okay, dann habe ich irgendwas. Ja, es kann sein, vielleicht so, jetzt heißt es ja Early Access. Früher war es eine Demo oder Beta und das kann sein, dass du das gespielt hast. Ist ja egal. Auf jeden Fall. Das habe ich nämlich, glaube sogar schon 2009 angefangen. Zumindest so, als ist mein Account schon. Und das spielst du heute noch, oder?
Nein, nicht mehr. Ich habe es dieses Jahr mal wieder angezockt. Kurz danach ist mein Laptop in die Binsen gegangen, aus anderen Gründen. Und das muss jetzt extra betonen. Ja. Und mittlerweile, so wie sie das gestaltet haben, das ist im Endeffekt vom Spielerlebnis her Arcade-Modus bei War Thunder. Okay. Von der Grafik auch nicht mehr so doll. Das ja, aber die ein Pay to Win, oder? Das Spiel. Ich hab das vielleicht eine halbe Stunde gespielt, aber mehr nicht. Ich World of Tanks. Also, finanzielle Investitionen helfen. Allerdings, ja, wenn es nicht ganz, ganz für sich. Das ist bei jedem Spiel. Ich habe nur letztens einen Trailer gesehen, dass da jetzt ein Event ist mit WWE, also Wrestling. Da kann man irgendwie die Skins, das sind Skins, für die Panzer, die dann aussehen wie ein Wrestler. Wie ja. Becky Lynch oder okay. So. Okay. Ja. Da habe ich einen Trailer gesehen, da dachte ich mir, okay, das hat ja jetzt nicht mehr viel mit so Zweiter Weltkrieg zu tun oder so. Ja, aber es geht wirklich nur noch rein um Panzer und einen Aspekt, den ich sehr gerne gespielt hatte. Das haben sie in der Version 8.5 hier so. Nee, Entschuldigung, 8.6 so ruiniert, das hat mir damals eigentlich den Spaß am Spiel genommen. Kann ich verstehen. Das ist ja meistens so. Ich habe früher Ragnarok gespielt, Ragnarok Online, kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Habe ich auch gespielt. Ja, das war richtig geil. Das alte gibt's jetzt, das Classics, ne? Ja. Habe ich wieder angefangen vor ein paar Monaten. Nee, das ist ja auch ein geiles Spiel. Und die haben auch gepatcht. Ich dachte, es wird immer geiler und so, dann wäre irgendwie immer schlechter. Nur immer bescheidener, ja. Ja, aber das ist... Die müssen halt sagen, ey, es ist jetzt mal Schluss. Entweder wir bringen World of Tanks 2 raus oder mal was ganz Neues. Aber oder WoT Plus hier für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Weil ja, so es bringt nichts, wenn du in Leopard 2 gegen, sag ich mal, in Panzer 4 in den Kampf schießt. Ich habe keine Ahnung, was du sagst, aber ich gehe davon aus, ja. Modernsten Kampfpanzer gegen den mittleren Panzer aus den 1930ern. So, okay. Das kann nur in eine Richtung gehen. Ja. Da hast du recht. Danny. Ja. Also keiner hat World of Tanks gespielt, deswegen können wir nicht mit dir. Ich habe eine halbe Stunde gespielt, ich habe das Tutorial gespielt. Ich habe das Tutorial gespielt und glaube ich an eine Runde habe ich gespielt, das war's. Nie wieder angefasst. Ja, ich habe es auch nur kurz gespielt. Deswegen, es war okay, bei Rocket Beans, der Dennis Richtarski, ich glaube, der ist richtiger Suchti. Da gucke ich ab und zu dem zu bei Rocket Beans, aber das war's auch schon. Mehr habe ich mit World of Tanks nix am Hut, nix. Aber es hat eine richtig große Fanbase, ich weiß. Ja. Aber die haben nur noch eins, World of Tanks. World of Warplanes und World of Warships. Dann gibt's noch World of Tanks Blitz, World of Warships Blitz für Android, beziehungsweise Smart. Phone beziehungsweise Tablets. Also auch schon für alles. Für alles. Ja, auch Xbox und PS. Ja, für PS kenne ich sogar. Danny, du bist dran. Ja, dann bin ich mal dran. Und zwar werde ich gleich eins nehmen, das jetzt auch ziemlich neu ist. Was in meiner Liste ist, Sword Art Online Alicization Lyricus. Das ist jetzt rausgekommen, oder? Ja, Mann, aber das ist so geil. Echt? Das ist richtig geil. Das ist nicht so, wie du denkst, das Sword Art Online, wie das ein richtig, wie richtiges MMORPG. So wie ein richtiges. Ist das auch ein MMO? Nein, das ist kein MMO. Oh, doch, ist ein MMO. Du kannst mit Leuten zusammenspielen und alles. Aber du musst nicht. Nein, du kannst offline spielen. Okay. Du kannst dir halt ein Team aus 4 Leuten erstellen, aus den Charakteren dort. Ja, deinen eigenen Charakter kannst du natürlich selbst customizen und alles. Ja, das ist cool. Auch. Du spielst trotzdem Kirito und kannst ihn halt customizen, wie du willst. Und auch mal einen Namen geben. Und so. Aber du kannst ja auch andere Spieler mit ins Spiel holen, die dann, weil du hast immer ein Team aus 4 Leuten, da kannst du ja Offline-Charakter von SAO nehmen, die dir dann helfen halt, deine Charaktere mit dir kämpfen halt. Oder du kannst halt online dir Leute suchen, 4 Stück, und mit denen dann, also 3 Stück noch, und dann mit denen halt im Team die Story durchspielen oder einfach so spielen, wie es dir gefällt. Okay. Open World ist das. Und ja, das ist richtig geil gemacht, auch vor allem mit den neuen Skill-Tree geil gemacht. Auch die richtig Skills, die sind so hammer, die Schwertskills, das sieht einfach so hammer aus, die Karte. Ist das von Bandai? Ja? Ja, die machen immer Anime Spiele. Das sieht einfach so geil aus, also die Grafik richtig geil, einfach das ist, kann man das Gameplay mit den alten Spielen vergleichen oder ist das wirklich komplett was anderes? Weil ich habe die ersten 2 Spiele habe ich gespielt und die fand ich nicht so geil. Die ersten 2 waren noch nicht so geil. Lost Song ging. Ja, genau. Hollow Fragments war komplett scheiße. Lost Song ging. Deswegen. Hollow Realization war gut. Dann das dritte danach. Das hab ich gut. Das ist auch wieder so Open World. Man, ein bisschen gar nicht wie die. Gar nicht. Okay. Die beiden
Die haben bei, Hollow Realization und jetzt bei Lyricus haben die komplett andere Schiene gefahren. Kampfsystem haben sie geändert, ist jetzt viel flüssiger und schneller. Auch Skills haben die jetzt verbessert. Das Online-System, du kannst auch PvP-Kämpfe machen. Da gibt es Arena und alles, in der du kämpfen kannst. Mhm. Die haben wirklich bei den beiden Spielen, ja, besonders als bei Lyricus, haben die es richtig geil gemacht. Ich würde gerne so Anime-Spiele spielen, gell? Aber ich wurde von jedem, was ich gespielt habe, wurde ich immer enttäuscht. Ich habe gesagt, nee, ich kaufe mir keins mehr. Es gibt viele, wie die mich enttäuscht haben, auch Boku no Hero Academia, das Black Clover-Spiel war kacke. Es ja, Boku no Hero, das ist ja wie Tekken, oder so. Ja, oder so wie Naruto. Ja, oder? Nee, das ist scheiße. Naruto ist gut, Naruto. Ja, ja, du meinst so das Kampfsystem, ja. Nee, okay. Das ist auch komplett kacke. Echt? Okay. Weil deshalb ich. Und genauso wie das One Punch Man-Spiel, das ist auch scheiße. Ja, das habe ich auch nicht gespielt. Ja, guck, genau das ist es. Oder One Piece. Wir haben gerade eben darüber gesprochen. One Piece ist alles scheiße. Kacke, genau. Alles. Und aber das wirklich, das, die letzten ja, so zwei SAO schon ja, okay, dabei gemacht, sind geil. Körperei. Geil. Ich liebe Spiele mit Körperei. Auf jeden Fall, einfach weil es die ganzen Features da auch das hat. Du kannst deinen Charakter auch anpassen, wie du willst. Mit Skillsystem, passiven Skills, aktiven Skills kannst du machen. Du kannst deinen Charakter selbst anpassen, was für Skills du hast, was für Waffen und was für Schwertausrüstung du machst, was du bist, ob du Tank bist, ob du Healer bist, ob du Berserker bist zum Beispiel. Das ist dann so ein Heavy-DD ja, und sowas. Ja, ja. Kannst du halt anpassen. Hast du schon durch? Noch nicht. Wie viel hast du gespielt? Ich, ganz ehrlich, bin beim dritten Kapitel und bin schon Level 50. Wie viele Stunden ungefähr? Ich? Keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber beim Kapitel 3, sage ich dir mal so, sind meine Gegner ungefähr, ich bin bei Level 50, meine Gegner sind ungefähr so bei Level 25, 26. Hast du wieder? Normalerweise sollen die Gegner höher sein, immer ein, zwei Level. Wenn du bei dem Kapitel ankommst. Ja, wenn du so viel grindest. Ich hab overpowered. Das ist es ja, ich hab nicht mal viel gegrindet. Ich hab online gespielt, da bin ich halt mit einem, der war schon hoch und der hat halt die Weltbosse gekillt. Und da hab ich halt bam, bam, XP gekommen. Und es ist auch so, wenn du einen Charakter erstellst da, dann geht wieder so ein Online-Monster erstellt, dann können sich auch andere, wenn du nicht online bist, auch andere dein Charakter zur Hilfe holen. Ja, das ist cool. Und da gibt's auch Belohnung dann. Du musst halt spielen, kannst auch Belohnung. EP zu ein paar EP, dann Sachen, die du findest oder so. Belohnungen und so, können die dir holen. Die haben so richtig geile Features gemacht und vor allem jetzt, die haben Dungeons mit legendären Waffen und alles in dem neuen Update, was jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen ist, reingekommen. Ja, ich muss es mir mal angucken, vielleicht finde ich es irgendwie im Game Pass oder so, dass es mal irgendwo umsonst dabei ist. Ja, du musst auf jeden Fall mal gucken oder guck einfach mal, dass du es vielleicht im Internet dir mal ein paar Videos anguckst, Gameplay-Videos oder so. Ja, kann das ich auch mal machen. Geil. Ich kann aber wieder PlayStation Plus machen. Ich hab schon seit 2 Monaten kein PlayStation Plus mehr. Ja, wenn du ich hab's schon seit Jahren, schon im Jahr, zwei Wenn Spiele du online nicht zockst, brauchst du es ja nicht. Außer du willst die kostenlosen Spiele da abstauben. Ja, genau das Ding. Ja, okay, jetzt bin ich mal dran. Ja. Also ich habe jetzt die Liste so gemacht, von 2010 bis 2020. Okay, ich habe nur bis 2018, weil 2019 kam irgendwie keine gescheiten Spiele raus. Hallo? Keine gescheiten Spiele, die so geil sind, dass ich sage, okay, das ist das Beste, was ich jemals gespielt habe. Das ist ja persönliche 10. Ja, bei mir oder die 10, die ich habe da auch ein Spiel, ich habe da auch ein Spiel drin. Warte, ich habe da auch ein Spiel. Bei 7? Ich habe da auch ein Spiel drin. Es ist jetzt nicht der Burner. Es hat wahrscheinlich von euch auch keiner gespielt, gell? Aber es ist einfach nur persönlich, weil ich so viel damit verbracht habe, ist es in meiner Liste drin. Das kommt ja später. Ja. Minecraft. Ich habe jetzt Mass Effect 2. Das kam 2010 raus. Ich hätte so für die Xbox, für die Xbox, oder? Mass Effect gibt's für alles. Damals okay, gab's noch für die Xbox. Deswegen habe ich mir auch extra ich habe mir damals extra eine Xbox 360 gekauft, nur um Mass Effect spielen zu können. Doch, ist so. Und ich war damals richtig, ich sagte, ich kann fast niemals eine Xbox haben. Das hast du selbst gesagt. Ich kaufe mir nur eine, um sie zu zerstören. Das hast du selber gesagt. Hat es jemand gespielt? Mass Effect? Nein. Ich habe keine Xbox. Also ja, gut, jetzt kann man es ja auch auf der PlayStation spielen. So ist es ja nett. So oder am PC oder überall. Also für euch ich habe eine Xbox, aber nicht das Spiel. Für euch da draußen muss ich ja nicht erklären. Das ist halt einfach wie, es ist wie Star Wars, nenne ich es jetzt mal. Es ist... Nicht Star Wars, aber das ist Star Wars. Ohne Lichtschwert und so weiter. Da ist halt eine. Da ist halt irgendeine Alien-Viecher, die kommen alle, ich weiß nicht mal, alle 1000 Jahre oder sowas und rotten einmal die ganze Universum aus, weil Überbevölkerung ist, so wie Thanos. Und sagt, okay, wir killen jetzt mal alle, dann können die wieder von vorne anfangen. Das ist alle 1000 Jahre war das, glaube ich, und dann. Und da ist dann halt der Commander Shepard, den man spielt, der sagt dann irgendwann, nee, auf das habe ich keinen Bock mehr. Und darum geht es dann halt. Im dritten Teil gewinnt er logischerweise, Spoiler. Aber ja, dann haben sie im vierten Teil den Andromeda rausgebracht. Den fand ich eigentlich auch ganz gut, aber darüber alles sagen der Scheiß, deswegen muss ich auch sagen der Scheiß. Aber ich fand ihn gut. Mass Effect 2 ist das Beste von denen. Mass Effect 1 war, jo, wie jeder erste Teil, erstmal gucken, wie es ist. Im zweiten Teil haben sie dann halt alles Schlechte vom ersten Teil raus. Und
Du hast Suikoden gespielt, ja? Hm? Oder hast Suikoden? Hast du das gespielt? Ja. Da musste man noch voll viele Leute rekrutieren. So wenigstens bei Mass Effect auch. Okay, du hast ja keine Tausende wie in Mass wie in Suikoden, aber du hast so, ich weiß gar nicht, wie viel sind das? 6 Stück, 10 Stück? Und dann kannst du sagen, ah, du willst mit dem, ah, du willst mit dem. Du kannst auch mit jedem bumsen, wenn du willst. Du kannst auch homosexuelle Beziehungen eingehen. Was ist? Ja, ist doch so. Du kannst auch mit... Was hast du gemacht? Ist ich hab immer die geilste auszusuchen. Tali, hallo? Dass du keine Frau stellt und dann mit... Das ging jetzt auf den dritten Teil. Ah. Und das Geile war ja bei Mass Effect, der alte Speicherstand vom alten Teil wurde übernommen ins neue, weil du hast ja da Entscheidungen getroffen, ja? Und die wurden dann in den nächsten Teil mitgenommen. Okay. Und deswegen habe ich dann auch jeden Teil auf der Xbox gespielt. Ich glaube, Mass Effect 3 kam auch für die Playstation. Er sagt, nee, ich bleib jetzt bei der Xbox. Ah ja, gut, wenn es halt so ist, dann musst du auf die Xbox weiterspielen. Ja, ja. Beim Mass Effect 4 Andromeda, da war es ein scheißegal, dann habe ich es auf der Playstation gezockt. Ja, das war meins. Mass Effect ist geil, ich bin so Sci-Fi verrückt, gell? Deswegen ist ich finde Sci-Fi so geil. Am liebsten hätte ich es jetzt, dass jetzt noch Raumschiff da landet und das hätte ich ja hinsetzt und mir so spontan gebacken macht. Hm. Aber das wird in 1000 Jahren wahrscheinlich auch nicht passieren. Aber, jo. Ah, okay. Gut, das war mein Mass Effect. Ja. Patrick, du bist wieder dran. Ich bin wieder dran. Dieses Spiel kam 2017 raus und spielt auch in der Zukunft, wo Roboter Tiere rumlaufen. Ja. Und das Spiel heißt Horizon. Horizon Zero Dawn. Genau. Ja. Da kommt jetzt ein zweiter Teil raus. Ja. Da kommt jetzt ein zweiter Teil raus. Und darauf freue ich mich jetzt schon. Ich auch. Weil das erste Spiel, der erste war geil. Gigantisch. Ja, richtig geil. Der war richtig krass. Kennst du den? Und ja. Nein, okay. Bevor du weiterredest, bei mir war das damals so, ich habe das gespielt, habe dann aufgehört zu spielen. Ich weiß nicht, ja, ist okay, ja, genau so. Und dann habe ich das Monate später erst angefasst und habe das weiter durchgezockt. Und dann war das für mich eines der geilsten Spiele. Ja, klar. Ich habe es nicht in meiner Liste. Das war auch gut. Aber es ist echt ein gutes Spiel. Okay, das war die Grafik ist halt beeindruckend, auch die Landschaft. Ja. Und auch diese Roboter sind gut gemacht. Du musst sagen, die Story war gut. Die Story war auch gut, ja. Die Story war geil. Weil, die Story war auch gut. Tu mal alles beiseite, das Kampfsystem und so weiter. Nur die Geschichte. Die Story war auch gut, ja. Die war gut. Ah, jo. Es ist wie Last of Us 2, wo alle haten. Die Story ist so geil von dem Spiel. Ich habe schon durchgezockt. Du warst mir klar, dass du durchgezockt hast. Ja, natürlich. Ich musste durch den Ghost of Tsushima rausgekommen. Das ist jetzt in meiner Playstation drin, hallo? 2 Tage oder 1 Tag hast du gebraucht? Nee, ich habe schon 1-2 Wochen gebraucht. Oh. Ja. Aber um ungefähr so 30, 35 Stunden. Wie ist eigentlich Ghost of Tsushima? Das ist geil. Kauf dir das. Ich habe mit Dennis letztens drüber gesprochen, er hat gesagt, es sei ein Game of the Year. Also hol dir das. Du kannst sogar einstellen, es gibt auf Deutsch, Englisch, was habe ich gemacht? Natürlich auf Japan. Natürlich. Ich meine, das ist ja ein Spiel von Amis, glaube ich. Sucker Punch, das kommt aus Amerika. Ist ja egal. Und ich habe gesagt, ich spiele es auf Japanisch. Der Synchronsprecher von Zorro, der ist der. Das ist doch geil. Okay. Zweiter. Ja. Ja. Ach, ich muss mir das Spiel auch so sagen. Keine Story, keine Grafik, keine Landschaft. Fandest du irgendwas scheiße? Oder sagst du irgendwas scheiße? An dem Spiel kann man nicht scheiße finden. Ich habe am Anfang, ich weiß nicht, ob ich einfach nur zu blöd war, aber das Kämpfen gegen diese Viecher hat mich genervt. Ja, das war ein bisschen schwer am Anfang. Ja, das war schwer, das hat mich genervt. Man musste ein bisschen lernen. Aber es ging irgendwann mit der Zeit. Ja. Ja, learning for success. Genau. Ja, und ich glaube, deswegen habe ich damals auch aufgehört, weil es wurde mir einfach zu schwer. Ich weiß nicht. Learning by doing. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will das spielen, ich will nur Gutes von dem Scheißspiel. Ich spiel's. Ja, und dann war das so geil, dass ich mir dann noch den DLC, hast du den gespielt? Den DLC? Nein, den habe ich nicht gespielt. Hol dir den. Da gehst du weiter in den Norden, da ist ein bisschen Schneelandschaft. Hol dir das. Noch weiter. Das ist, ja, ein bisschen, das okay. Aber auf jeden Fall, der zweite Teil muss gekauft werden, wenn er rauskommt. Ja. Der zweite Teil muss gekauft werden. Und auch der Trailer vom zweiten Teil ist schon geil aus. Also der kommt das nächste Jahr raus. Dieses Jahr kommt. Nee, ich hoffe Mitte, glaube ich. Mitte nächstes Jahr. Also Mitte nächstes Jahr kommt er, glaube ich, raus. Ja, das reicht. Das reicht. Mhm. Sommer oder so. Sommer. Dieses Jahr kommen noch Grundspiele für die PS5 raus. Das reicht mir jetzt. Das Spider-Man kommt raus und noch irgendwas. Das reicht erst. Gott, voll will ich mir holen für die PS5 auch. Ja, das sah gut aus. Ja. Martin. Aber wir müssen dann mal irgendwann auch mal ein PS5-Dings spontan gebabbelt machen. Lass uns mal einfach ausprobieren. Also, ich kann mir eh schon reden. Ein anderes Spiel, ähnlich wie World of Tanks. Hier zeichnet sich fast ein Trend ab. War Thunder. Allerdings habe ich das weniger deswegen angefangen, wegen der Panzerkomponente, bei War Thunder bei weitem nicht so gut ist wie in World of Tanks.
Aber damals habe ich mit War Thunder angefangen, noch in der Closed Alpha. Also War Thunder kannst du 2012 raus, ich wollte nur nochmal gucken. Ich habe ja damals in der Closed Alpha bei War Thunder mit angefangen. Ich habe das damals auf der Gamescom im Richard gespielt, das erste Mal. Das war voll geil. Also für die Luftkampfspiele, weswegen ich das Spiel damals überhaupt angefangen habe, das war richtig geil. Das wirklich selbst schon im Arcade-Modus hier aufpassen müssen, dass du nicht zu scharfe Manöver fliegst, damit dein Pilot nicht irgendwie ein Blackout oder Whiteout erleidet. Musstest die Piloten bzw. Besatzung hochleveln. Du musstest deine Flieger verbessern. Und nur weil du einen Gegner getroffen hast, heißt es noch lange nicht, dass du den auch wirklich besiegt hast. Du kannst auf den Gegner schießen, solange du willst, bis du keine Munition mehr dabei hast. Wenn du nichts Elementares triffst, bleibt das Ding in der Luft. Ja. Du kannst wirklich im Prinzip nur dann den Gegner bezwingen, wenn du Höhenleitwerk ruinierst, Motor rausballerst oder das Ding irgendwie in der Luft sprengst, beziehungsweise den Piloten rausschießt. So. Das, ansonsten kannst du schießen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und das Ding vom Gegner bleibt immer noch in der Luft. Dann fand ich es auch deutlich besser als beispielsweise bei World of Warplanes, was ich zeitweise auch in der Closed Alpha gespielt habe. Hier, du kannst die Flugzeuge für die Nation, die du gewählt hast, hier in der Arcade-Gefechte mitnehmen und jedes Flugzeug dann auch fliegen, wenn das Gefecht entweder so lange dauert oder wenn du Glück hast, nimmst deinen ersten Flieger und beendest mit deinem ersten Flieger das Gefecht erfolgreich. Ja. Also das finde ich da auch deutlich besser. Und ja, man hat nicht nur die Luftkämpfe, die man zu bestreiten hat, man muss auch gucken, hier die Bodenziele vom Gegner, dass man die entsprechend bekämpft, beziehungsweise auch die eigenen Bodenziele hier zu beschützen. Mhm. Ja, so, ja. Und dann die Kurbeleien in der Luft, dann aufpassen, dass sie dir deinen Bomber nicht unterm Arsch wegballern, oder deinen Jäger, oder was auch immer du dann gerade fliegst. So, fand ich einfach nur geil. Und ja, der Richard und ich haben das damals gespielt, da waren wir auf der Gamescom. Und bei Sony ist es ja so geil, du musst nicht anstehen für ein Spiel, du stehst an für Sony. Dann gehst du, dann geht mal rein und da kannst du dann anspielen, was du willst. Scheißegal. Ja. Und da war War Thunder. Das war gerade alles besetzt. Dann dachten wir, ach komm, wir probieren das mal. Also, wir wussten gar nicht, was das ist. Ja. Wir haben es gespielt, ich dachte, wir haben es voll gefeiert. Das war so realistisch, also war so richtig, richtig geil. Und dann haben wir haben das dann ein bisschen wir haben das ein bisschen zu Hause weitergespielt, als es rausgekommen ist. Aber nicht lang, wir haben das ein paar Stunden damals gespielt, dann haben wir es gelassen. Aber das fand ich echt gut. Ja. Das mittlerweile haben sie vor Jahren schon Panzer und auch Schiffe implementiert. Ja. Was die Panzer- und Flugzeugkomponente angeht, Hubschrauber haben sie auch drin. Allerdings, hier je technisch fortgeschrittener die Fahrzeuge sind, desto schwieriger wird es. Und nur weil du ein extrem technisch fortschrittliches Fahrzeug hast, heißt das noch lange nicht, dass du damit wirklich was bewirken kannst, wenn du damit nicht umgehen kannst. Ja. Also da finde ich das wesentlich besser gelöst als beispielsweise mit World of Tanks, den Panzern, wo du dann mit einem späten Weltkriegspanzer gegen hier sowas antreten kannst, was wie ein Leopard 1 oder moderner. Ja. Also das hast du da zwar auch, dass so in eine entsprechende Konstellation sich gegenüberstehen kann, aber da kommt es halt drauf an, wie gut kannst du damit umgehen, wie gut ist die Besatzung, wie gut ist der Gegner. Ja. Und wer eben zuerst sieht, der kann zuerst schießen. So. Und wer zuerst schießt, kann zuerst treffen und wer zuerst trifft, hat meistens den größten Vorteil. Klar. Ja. Danny, du bist dran. Und zwar ist dann noch ein Spiel von diesem Jahr, Final Fantasy 7 Remake. Ja? Ja. Ich meine, okay, das Spiel war geil, aber ich fand das Spiel richtig geil. Ich fand es so kacke, dass es nur
15% oder so. Ja, Fantasy. Gerade wenn das Spiel losgeht, ist der Scheiß vorbei, gell? Aber das war trotzdem so geil. Habt ihr das gespielt? Nein. Das haben wir auch so Capcom gespielt, oder? Wenn du da dabei warst, ja, ich weiß. Letztes Jahr. Ja, letztes Jahr haben wir es gespielt, ne? Ich hab das Spiel so gefeiert. Ja, das Spiel ist geil. Du warst schon begeistert vom Spiel. Ja, aber. Die Grafik ist auch geil gewesen. Ich hab das in anderthalb Tagen durch. So schnell. Ich hab das an einem Stück durchgespielt. Ich hab nicht geschlafen, ich hab gespielt. Ich guck mal nach dem Losreißen. Hast du es auf Deutsch gespielt? Oder Japanisch? Japanisch. Ja, richtig so. Wer spielt denn bitte Spiele auf Deutsch, wenn jemand die auch auf ihr. Nee, ey, ich habe nichts dagegen, ein Spiel auf Deutsch zu spielen. Moment, wenn es aus Deutschland kommt. Ja, genau. Ich will es immer im Originalen hören. Genauso wie Dark auf Netflix. Das ist eine deutsche Serie, das gucke ich auf Deutsch. Ich gucke das doch jetzt nicht auf Englisch. Das, nee. Nee, ich finde schon, wenn das so ein JRPG ist und so, dann muss, es japanisch sein. Ja. Genau, genau. Oder so ein Amerikaner. Ich fand's einfach geil. Vor allem, weil es jetzt auch das. Ich bevorzuge ja Live-Action-Kampfsystem. Ja, ich auch. Rundenbasiert finde ich jetzt nicht verkehrt, das ist immer, aber ich bevorzuge das Live-Action-Kampfsystem. Ja, und dass die das gemacht haben dort. Rundenbasiert war früher geil. Ja. Aber heutzutage im Jahr 2020 ist das nicht mehr so. Aber das geht, und vor allem wie die das gemacht haben, der Kampfsystem, wie flüssig das war, die Story einfach. Ja. Wie die einfach die Story aufgezogen haben. Ich meine, das Spiel, was du jetzt 30 Stunden spielst, wo du bis dahin, sag ich mal, 30 Stunden hast, beim Spiel durch. Ja, ja. Und bis dahin, wo du es gespielt hast, beim Original Final Fantasy, bist du da schon nach 10 Stunden. Und die haben es, obwohl die das gestreckt haben, haben die Story trotzdem nicht schlechter gemacht. Was macht denn die Sora da unten? Warum kommt die nicht raus? Keine Ahnung. Schläft die? Und auch die Nebenquests, die Nebenmissionen waren geil, die haben Anreiz gegeben zu spielen und alles. Ich weiß ja nicht, ob man es in der Kamera sieht, aber unterm Patrick ist die Sora, also der Hund, kommt aber nicht raus. Ich glaube, die schläft. Und das habe ich einfach gefeiert. Ja, das war der Schlaf, das macht ja nichts. Sie hat Angst vor Martin. Du bist der böse Mann hier. Ich habe das einfach so gefeiert. Ja, ich habe das auch gefeiert. Ich fand das richtig geil. Die schläft, oder? Ja. Nur das Ende war scheiße, weil es rum war. Genau. Ich glaube, das letzte Mal, als ich da war, Silvester oder wann es war, ja, wo dann die Knallerei da war und ich seitdem nicht mehr da war. Wenn sie die Knallerei nicht mag, da kann es vielleicht sein, knallen, ich war da. Und deswegen. Weißt du, das waren ja noch andere. Der Vater hat mir auch erzählt, die hatte Angst vor den Kindern im Garten. Ja, das hat er hatte immer noch Angst. Ich weiß nicht, was mit dem. Das sind zwei Jungs, die brüllen halt die ganze Zeit rum. Aber überlegt er wohl jetzt mit dem Alter. Zwei Netze, ne? Ich weiß ja nicht, was in ihrem Kopf vorgeht. Ja. Weil die bellt die ja richtig an. Ich habe dir gesagt, die sollen aufpassen, nicht, dass sie hingehen und die macht denen was. Und dann kriegen wir Ärger, nicht die Kinder. Man weiß nie. Das ist nämlich das Problem. Warte, guck, die haben jetzt noch eine kleine Schwester gekriegt. Jetzt sind wir wieder off topic, aber nur ganz kurz. Die haben jetzt eine kleine Schwester gekriegt, die ist jetzt. Schatz, ein Jahr ist die. Ist noch jung, aber die kann schon reden, kann auch schon laufen. Und da ist alles okay. Ja. Die Sora geht zu der, spielt mit der, ist alles gut. Aber wenn die zwei Jungs kommen, ist vorbei. Cool. Ich weiß nicht, mein Vater hat gemeint, vielleicht haben die auch einmal wirklich einen Stock geschmissen auf die Sora und die haben es halt nicht gesehen. Und deswegen ist er halt jetzt so. Aber draußen, wenn wir draußen rumlaufen und da sind irgendwelche Kinder, dann ist er ja auch immer vorsichtig. Aber keine Ahnung. Okay. Back to the roots. Wo waren wir? Du warst. Bist du fertig? Ja. Bist du fertig? Hast du schon nichts mehr zu fangen, wenn es hier zu sagen. Okay. 10 von 10. Ja. 15 von 10. 34 von 10. Gut. Dann bin ich jetzt im Jahr 2011. Ich mache das halt jetzt so. Ist ja scheißegal. Elder Scrolls Skyrim hat hoffentlich mehr als zwei Leute gespielt. Der hat mich gerade gefragt, ob ich das gespielt habe. Ob der jetzt auf seine Liste hat, weil ich wollte das auch auf meine Liste haben und ich wollte nicht unbedingt was dir da auf seiner Liste hat. Ja gut, aber dann ist es halt so. Wir haben es ja nicht abgesprochen. Hatte ich diese Spiele gegeben? Damals? Das war Oblivion. Oblivion, danke. Das war vorher. Das war davor. Das hast du mir damals. Ja. Ich habe das auf dem PC gehabt, Oblivion. Und ich wollte das aber wieder zocken. Und der hat das auf der PlayStation gehabt, hat er es mir jetzt ausgeliehen. Habt ihr Skyrim gespielt? Der hat es gespielt. Nein, ich habe kein Skyrim gespielt. Ja, okay, du bist ja nicht so der RPG-Fan. Nein, überhaupt nicht. Das war damals. Ich hasse das. Ich bin auch kein RPG-Fan. Ich hasse das. Der hat sich damals Oblivion gekauft, weil ich sagte, das ist voll geil. Und dann hast du, glaube ich, angefangen, RPGs zu hassen. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde gespielt und habe, glaube ich, wieder ausgemacht. Wie kann man sowas ausmachen? Diese Dunkelheit und so und dieses. Nein. Was soll man zu Skyrim sagen? Es ist halt schon ein ziemliches Mainstream-Spiel geworden. Ja. Früher war Elder Scrolls so, ja, okay. Das war eher so für die Hardcore-RPG-Gegner. Jetzt zockt's jeder, weil du kannst es ja auch in einem Tesla spielen, Skyrim. Und ja, ist wirklich so. Ja, gerade in der Charakter einer gestammten Tesla, in schwarz. Ja, aber ist wirklich so. Du kannst auf dem Monitor vom Tesla kannst du Skyrim spielen.
Das ist halt mal normal. Also darauf installiert oder was auf dieser das weiß ich nicht. Deswegen, ich muss jetzt nichts über Skyrim erzählen. Ihr kennt es, auch wenn ich es nicht gespielt habe, ihr kennt es. Gehört haben wir den Namen schon mal. Ja, was willst du? Wasser, Fanta oder Fanta? Fanta. Welche? Grün oder blau? Gelb. Was ist gelb. Die grüne? Grüne ist Surprise, da steht sogar drauf Surprise. Hier, ja, mal die grüne. Ich mach mal Überraschung. Hier, da steht sogar Fragezeichen. Also man weiß nicht, was drin ist. Bei grün könnte vielleicht Waldmeister oder so. Also ich weiß, was drin ist, ich hab gegoogelt. Schmeckt vielleicht bei jedem anders. Jeder hat einen anderen Geschmack. Soll ich voll machen oder nur ein bisschen? Ja, voll machen. Jetzt mach ich hier Werbung. Du bist doch immer auch mal am Bier rum. Ja, ich auch. Achso, der willst du selber machen, würde dann. Ja, aber immer schräg weggeballert. Ja, ich bin's nicht mehr gewöhnt. Ich hab schon so lange kein richtiges Alkohol mehr getrunken. Ich stehe jetzt in 3 Tagen auf der Arbeit. Ja, wie war das? Japan. Grüner Apfel? Kann das sein? 3 Strong Zero. Aber da ist noch Dosen was kannst du wegziehen, drin. Allerdings die vierte sollte man nicht mehr anfangen. Schmeckt da grüner Apfel raus und das andere weiße schmeckt. Ja, ich sag's, wenn er es getrunken hat. Also es riecht nach grünem Apfel auf jeden Fall. Ja, also Apfel ist schon mal drin, ja. Okay, ich sag's einfach, Kaktus. Kaktus? Kaktus ist da noch drin. Kaktus? Aber man kann es trinken, ist gut. Ja. Ja. Okay, zurück zu Elder Scrolls. Also wie gesagt, ich freue mich schon auf den nächsten Tag. Wie heißt der? Wie heißt der nächste Tag? Der hat doch keinen Namen. Der heißt Elder Scrolls 6. 6 bis jetzt, nur noch keinen Namen. Kommt für die PS5, für PS4 kommt der nicht mehr raus, gell? Nein, das kommt auch erst, spekuliert wird erst auf 2025, was es rauskommt. 2025? Ja ey, die haben, war das letzte Alter. Jahr? Auf der E3, die haben nur so einen kleinen Teaser gezeigt. Ja. Die haben so ein bisschen die Landschaft gezeigt. Weil wir schon Elder Scrolls 6 und mehr stand da nicht. Nein. Da stand nicht für welche Konsole oder welches Jahr, da stand einfach nichts. Nein, doch, ja, das macht kommt erst Diablo 4 raus. Hä? Diablo 4 kommt erst 2024 raus. Die arbeiten jetzt schon dran. Ja, sorry, Alter. Aber Blizzard ist scheiße drin, das redet mich einfach nimmer. Seit Overwatch war das letzte geile Spiel, von denen danach war vorbei. Nein, Diablo 3 war nur noch ochsengeil. Ja, das war ja vor Overwatch. Ja, Diablo ist immer geil. Das hab ich nur auf der PS3 gespielt, Diablo. Wie gesagt, Elder Scrolls Skyrim, für diejenigen, die es noch nicht gezockt haben, fangt's mal an. Ihr könnt auf dem PC zocken, dann könnt ihr voll die Mods reinmachen, könnt ihr mit Nina Turtles spielen oder so. Das Spiel wird dann noch besser. Ich habe keinen PC. Kauf dir mal einen endlich. Kriegst du das nicht sogar über Steam? Ja, Skyrim. Das kriegst du überall. Das kriegst du über Stadia, ich habe eine Stadia. Weißt du, was Stadia ist? Habe ich mir eine gekauft, ist cool. Und Google Stadia. Hier Google Stadia. Ja. Guck dir, weißt du gar, was es ist? Ist so nur ein Controller, aber trotzdem, ist geil. Mhm. Ist wie, die Stadia, muss ich dir vorstellen, ist eine Konsole von Google, aber die ist wie Netflix. Du streamst die Spiele, hast nur einen Controller, du kannst auch mit der PlayStation Controller spielen, aber ich dachte mir, ich hol mir den von Google und streamst die ganzen Spiele einfach. Du brauchst keinen High-End-PC mehr, du brauchst einfach nur einen gescheiten Fernseher, gutes Internet und das war's. Klar. Und das war's. Die empfehlen für 4K eine 35 Mbit-Leitung. Und hier in der Straße bei uns geht nur 25. Und ich schaffe 25. 20 GB die Stunde werden verbraucht bei 4K Gaming. Also es ruckelt ziemlich. Nö, gar nicht. Nö. Okay. Der skaliert ja, wenn der merkt, aha, okay, ich kann kein 4K machen, dann geht der auf 1080p und dann läuft es flüssig. Das finde ich alles richtig klar. Aber ist scheißegal, du bist dran. Skyrim. Du bist dran. Nur bitte, hört auf endlich mit Skyrim. Bringt kein Skyrim mehr raus. Holt jetzt das Neue, arbeitet nur an dem, es reicht. Patrick. Achso, das Trinken, wenn du es haben willst. Ich hatte ein Problem, welches von diesen zwei Teilen ich reinnehme. Und zwar Red Dead Redemption. Nehme ich den ersten Teil rein oder nehme ich den zweiten Teil rein? Ich habe mir aber für den zweiten Teil entschieden. Gut. Red Dead Redemption den 2. Ich hatte vorher noch eine Liste. Ist, ja. Warte. Ich hatte noch eine Liste, da waren 13 Spiele drauf. Gerade eben habe ich es noch gemacht, ja. Red Dead war ganz unten, habe ich es weggemacht. Ganz unten? Ich hab's ja gut, weil es halt eines der neuesten Spiele war. Also. Ich habe es dann weggemacht. Meine zweite Teil ist eigentlich der erste Teil. Ja. Und der erste Teil ist eigentlich der zweite Teil. Ja. Seine Vorgeschichte. So Quentin Tarantino? Ja, so ja. Der zweite Teil ist einfach nur ein Prequel zum ersten Teil. Ja. Soll eigentlich die Vorgeschichte sein. Die Vorgeschichte, Teil. Ja. Aber, ja, Red Dead Redemption, was musst du mal dazu sagen? Die Story ist halt geil, ne? Und ja. Warum eigentlich nichts dazu sagen? Ja, die Story ist Landschaft. Geil. Das Gameplay ist halt richtig gut. Mega. Typisch Rockstar halt. Ja. Und, ja, wie man so Red Dead Redemption sagen? Hast du es gespielt, Mann? Kauft es euch! Danny hat es gespielt, ich geh mal davon aus. Hast du es durchgespielt? Auch okay.
Hast du es durchgespielt? Ich habe auch nicht ganz durchgespielt. Spiel es durch, das Ende ist geil. Ich habe auch nicht durchgespielt. Hast du Ende schon gesehen? Ja, dann, okay. Dann brauchst du nicht durchzuspielen. Das war mir einfach zu realistisch, das Zweier. Du kannst. Außer. Zu realistisch. Ja. Wenn du jemanden umbringst, hast du sofort irgendwie selbst eingebucht und alles. Das ja. Dackel geht dir auch Spaß mehr oder wie das erste Teil. Du musst erstmal abbauen mit dem Pferd. Ja, dann knall dich Bullen auch ab, dann sucht dich keiner mehr. Ja. Das war einfach. Aber knall die Bullen so ab, dass sie nicht von wem anders gesehen werden. Das ist einfach. Da kannst du keine Kreis machen wie beim ersten Teil. Ich weiß es gar nicht mehr. Beim ersten Teil habe ich gerade eine Scheiße gebaut. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß noch, im ersten Teil. Im ersten Teil habe ich ein bisschen Scheiße gebaut. Der Richard und ich haben immer Online-Scheiße gebaut. Wir waren immer an der Grenze. Ach, ja, da war doch die Grenze von Amerika nach Mexiko. Da war doch diese riesen Brücke, wo man halt drüber muss. Dieser Fluss, ja. Und wir haben immer gecampt in irgendwelchen Gebüschen und haben rüber nach Mexiko geschossen. Das ist schon weit. Und wir haben die mit Sniper immer abgeknallt. Weil wenn die rüber wollten nach Amerika, haben wir die abgeknallt. So wie jetzt. Die sind die Border Patrol. Genau. Die Border Patrol vom Wilden Westen. Ja, drin. Oder wie viele Pferde wir gekillt haben. Boah, so scheiße. Da gab es so einen Counter. Da hatte. Richard, sein Bruder hat einen Bug gehabt. Da stand drin, ja, beim Poker, glaube ich. Der hat irgendwie eine Billion gewonnen oder sowas. Oder hat er Billionen Pferde gekillt. Ich weiß nicht mehr, aber da war so ein Fehler drin. Martin. Eine Billion gewonnen. Welches Kriegsspiel kriegen wir jetzt von dir? World of Tanks. Jetzt hatten wir es. Nein. WoW. Jetzt. Gehe ich mal. In eine komplett andere Richtung, was ich auch mal zocke, wenn ich dann mal eventuell doch unterwegs bin. Call of Duty. Nein, unterwegs. Pokémon Go. Pokémon Go. Es gibt Call of Duty Mobile. Ja. Pokémon Go. Ja, das ist okay. Ich hab ihm gesagt, Mobile Games sind auch okay für mich. Das zocke ich überhaupt gar nicht mehr seit Japan. Ich nur ab und zu. Gar nichts. Nicht einmal angemacht. Wie gesagt, wenn ich dann mal unterwegs bin, wie jetzt beispielsweise mal zum Angeln, kann man das mal mitlaufen lassen und ein bisschen was machen. Du bist auch noch von weggekommen, Danny, gell? Wenn man dann mal im Urlaub woanders ist, oder zu Hause, und sich dann dort auch mal ein bisschen mehr durch die Kante bewegt, lohnt sich das mal so nebenbei mitlaufen zu lassen. Ja. Das kann schon hilfreich sein. Aber dass es geht, du legst dein Handy neben dich, ne? Machst das Ding an und der läuft und war auch ja. Ei ausgebrütet. Ja, wegen dem GPS-Signal. Das hatten wir ja vor 2 Jahren in Japan. Das ist wirklich funktioniert. Einfach hingelegt, läuft. Ja, wenn du im Gebäude bist hier, dann ja, weil das GPS-Signal nicht so gut. In Japan hat Pokémon Go schon Spaß gemacht. Jetzt hat mich schon genervt manchmal. Vor allem du. Mit dem Pokémon Go. Wir laufen an einem Tempel vorbei. Wir spielen Pokémon Go. Ich sag, guck doch mal, was da steht. Ja, Pokémon. Aber egal. In Japan hat es schon Spaß gemacht. Da waren halt noch andere, die es gespielt haben. Ein Haufen Japaner. Und wahrscheinlich. Ja. Ich meine, da haben wir uns alle hier in Mewtwo gefangen. Ja, ist Mewtwo. Wo ich zuerst nicht gefangen habe. Ihr habt es bekommen, ich nicht. Ja. Erst später habe ich es dann. Zuerst, dann. Ja. Und. Bei dir zuletzt haben erfolgreich gewesen. Jetzt habe ich 2 Mewtwo's. Also da war er ziemlich enttäuscht, da war er sauer. Ja, war ich auch. Ja. Aber mich hat's genervt, die ganze Zeit spielen die, kriegen ganz Mewtwo. Du machst einmal Pokémon Go an, und dann kriegst du nicht. Und damals hatten sie ja auch gerade noch Meltan geleakt. Weiß ich nicht. Das eine Pokémon, was da geleakt worden ist, was dann immer in Ditto wurde, was dann später rauskam als Meltan. Ach ja. Und mit der Entwicklung Melmetal. Ja, genau. Das war damals. Das hatten sie ja direkt da geleakt. Also, war richtig gut. Ich glaube, der Hype von dem Spiel ist auch, glaube ich, ein bisschen abgeebbt. Ja, es gibt immer noch... So viele laufen hier neben mir rum. Hier? Doch. Ich bin jeden Freitag in der... Wenn wir Naturschutz sind. Ja, Naturschutz ist eine Arena. Wir fallen hier rum jeden Freitag. Ja, also... Urwill, wenn ich mal aktiv bin, sieht man, der ist aktiv gewesen. Ja. Der Urwill ist immer aktiv. Pokémon Go war geil, dass es rausgekommen ist. Ja. Und dann, wo dann wirklich alle rausgegangen sind, alle. Aber jeder! Wieder rausgegangen. Ja. Und dann kam auch irgendwie so der Hype zu den Powerbanks, weil das Handy, der Akku war ja so scheiße. Mhm. Und dann haben sich alle Powerbanks gekauft. Das weiß ich noch. Eine? Ja, ich hatte eine. Okay, ich hatte mehr. Ich hatte 2. Erinnert dich mal an Japan, da haben wir 3 gekauft. Ja, Japan. Aber eine von One Piece, eine in dem alten Shop. Das war genauso behindert. Ich hatte, glaube ich, am Schluss 3. Ich hatte auch 3 Powerbanks. Ich hatte mir dort 2 geholt. Ja. Die eine starke und eine mittelmäßige. Ja.
Ich habe zwei Starke. Und glaub, bitte sogar im selben Laden, nur an verschiedenen Tagen. Stimmt, Danny, ja. Du bist dran. Also dann, mein nächstes Spiel ist JS8 Lacrimosa auf Dana. Das kenne ich überhaupt nicht. Das sagt mir nicht mal was. Was ist das denn? JRPG. Boxen geil. Für welche Konsole? Wann ist das rausgekommen? Das ist 2016 rausgekommen. Das sagt mir überhaupt nichts. Wie heißt das? JS8 Lacrimosa auf Dana. JS8. Ich dachte JS8. Lacrimosa. Und JS8. Keine Ahnung. JS. Lacrimosa auf Dana. Ja, red ruhig weiter. Also da geht's drum, da spielst du halt einen Typ auf dem Schiff, der arbeitet da halt als Abenteurer, der arbeitet halt nur auf dem Schiff, weil er auf eine andere Insel will, Abenteuerleben auf einer Insel entdecken will als Abenteurer. Das. Und auf einmal wird das, genau, das. Ah, jetzt auf einmal wird das Schiff halt von einem Monster angegriffen und die zerstört und die landen halt, der landet dann halt mit den ganzen Schiffbewohnern auf einer Insel, die sagt, dass von der gesagt wird, dass da niemand hinkommt, weil die verflucht ist und alles. Mhm. Und dann landet der halt auf der Insel. Und mit allen, da müssen halt alle zusammensuchen, die Leute dort. Die bauen dann sich so ein Camp auf und alles, um zu überleben. Und dann finden die auch heraus, dass dort dann sowas wie bei uns die Dinos sind in ihrer Welt, die nennen sie Primordials. Mhm. Mhm. Sowas wie Dinos halt, das sind halt Monster in dieser Welt, dass die in dieser Welt noch leben. Und dass es in dieser Welt auch eine Kultur gab, Eternia. Haben die genannt oder so? Und dass diese Kultur halt irgendwann ist ja daraus sind, warum die Kultur auf einmal ausgelöscht wurde, weil eine von damals, die Hohepriesterin, die Dana, die hat irgendwie in einem heiligen Baum, wurde die halt umschlossen von den Wurzeln und alles und hat da drin halt immer geschlafen, tausende von Jahren und hat vergessen, weiß also nicht mehr, wie ihre Zivilisation untergegangen ist oder was passiert ist. Ah, okay. Und die müssen es halt, die Ruinen, versuchen halt auch von der Insel wegzukommen, die müssen erstmal dieses Wasser. Ding besiegen, weil die sonst ja von der Insel runterkommen, weil die das sonst tötet und alles. Ja. Und da musst du halt die Leute von der Insel zusammensuchen, die retten, dein Ding weiter ausbauen, dein Camp weiter ausbauen. Da kannst du richtig viel machen. Okay. Dann ist das ein Open World Game oder was? Was? Ist das ein Open World Game? Ja, das ist Open World. Da musst du halt auch für die Leute, für die Zufriedenheit der Leute im Lager sorgen und alles. Ich muss mal gucken, vielleicht spiele ich das auch mal, aber ich kenn's. Mir ist der Name nicht eingefallen, was? Das ist auf jeden Fall geil. Was? Trinken das? Ja. Sag doch was. Ist auf jeden Fall richtig geil, kann ich jedem empfehlen. Ja, vielleicht muss ich es mal spielen. Ich kenne es, aber ich habe es nie angerührt. Ich weiß nicht warum. Sag noch was. Nö, ich finde die Story halt extrem geil von dem Spiel einfach. Okay, da bin ich dran. 2011, er hat es vorhin schon gesagt, Minecraft. Minecraft? Ja. Ist einfach so. Es ist jetzt kein Hass. Jetzt. Ja. Es ist jetzt kein. Wie viele Videos hast du in deinem Kanal von Minecraft? Also, ich habe viele Let's Plays gemacht. Ich habe einmal so viele. Ich habe einmal, ja, das ist auch voll easy. Du merkst bei Minecraft nicht, wie, wenn du spielst, wie die Zeit vergeht. Bei anderen Spielen jetzt, Last of Us jetzt als Beispiel, gell? Ja. Da sagst du, okay, ich mache einen 20-Minuten-Block. Ja. Und das mache ich dann. Aber irgendwann sagst du nach einer Stunde, ich habe keinen Bock mehr. Bei Minecraft zockst du einfach weiter und so kommen die Videos. Ja, weil du musst ja gucken, du willst das bauen, du brauchst jetzt das und das, das hast du jetzt nicht genug. Gehst also wohin, wo du es holen kannst. Ja, ja, ja. Baust dir eine Farm. Damit du was produzieren kannst. Ja. Kann man aber, also, da fliegt die Zeit. Aber neue Spiele raus von Minecraft, gell? Eine Story oder so irgendwas, wo du rumlaufen kannst. Minecraft Dungeons. Genau, ja. Ja, das ist jetzt vor kurzem rausgekommen. Das, ja. Das ist so ähnlich wie Diablo. Erst. So ganz. Okay. So ein bisschen. Das habe ich sogar gekauft. Nur im Minecraft-Stil. Dann, also auch nicht verpixelt. Ich wollte mal zu zweit spielen, aber mein Freund hatte keine Lust mehr. Deswegen keine Ahnung, wie das so im Co. Also, Minecraft habe ich auch für mich für auf dem PC. Aber also es hat jeder gespielt außer dir. Ich hab überhaupt keine Vorstellungskraft, weil ich war. Ja, muss man doch nicht. Fang das Spiel einfach mal an, gell? Ja, mach einfach mal. Fang das an und dann siehst du ja schon, aha, guck mal, du brauchst das, aha, guck mal, ich mach's kommen. Ich von dem Spiel. Ich bin, glaube ich, schau einfach mit, mal auf YouTube. Mal. Echt nicht? Warum nicht? Ich finde das langweilig. Ach, du magst ja auch kein Death Note, Alter. Also, ich sag's mal so, wenn du. Schande über dich! Wenn du Inspiration brauchst, Anregungen, YouTube, voll mit Tutorials ja, und lauter so Geschichten. Das ist klar, ja. Playthroughs, Hermitcraft, Sidecraft, wie sie alle hießen. Ich will ja aber nicht das gleiche bauen, was schon einer gebaut hat. Ich will ja meine eigene Sachen bauen. Ja, deswegen kannst du ja da mal gucken, dir Inspirationen, Anregungen, Ideen holen. Aber einfach nachbauen ist ja langweilig. Also ja, ich hab wenn, schon mal was Forms angeht, was es Formen angeht. Das war ich glaube ich damals da. Das weiß ich nicht, das war Star Wars, gell? Nee. Herr der Ringe.
Ja, genau, diese riesengroßen. Die Könige, gell? Ja, genau, die habe ich nachgebaut. Und dann, weißt du, wie lange das gedauert hat? Ich habe immer das wieder so angehalten, gell? Hab dann das so platziert, wieder angehalten, platziert, damit es genau richtig ist. Und dann habe ich mittendrin, ich habe das nie aufgenommen, das habe ich einfach so, just for fun, das habe ich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr. Habe ich ja mittendrin so einen Weg nach unten gebaut, der dann so in die Zwergenmine geht. Das hat halt nichts mit Herr der Ringe dann mehr zu tun, aber ich dachte mir so, das passt. Ja, ich finde das einfach nur, für mich, ein Spiel muss eine Story haben. Die Story macht 90% für den Spielspaß für mich aus. Bei dem Spiel machst du die Story im Endeffekt. Du kannst ja eigene Story bauen. Ich habe letztens eine Diskussion mit jemandem gehabt, der hat gesagt, er holt sich keine Playstation. Er ist eher ein Xbox-Spieler, weil er will keine Story-Spiele spielen, also die exklusiven. Er will lieber so Call of Duty. Mein Bruder, der mag auch keine Story-Spiele. Und deswegen will er keine 70 Euro ausgeben für ein Singleplayer-Spiel. Ich hab gerade, das ist doch geil. Ich meine, okay, das spielt sich vielleicht ein, zwei Mal und dann ist es halt weg, aber... Ich liebe Spiele mit einer ein geile Story für mich haben, dann... Story macht 90% vom Spiel so. Wegen der Story will ich ein Spiel weiterspielen, weil ich wissen, wie es weitergeht. Damals war das bei Uncharted, da haben die doch einen Online-Player reingemacht. Ich wollte einfach nur Singleplayer spielen. Online, Uncharted 2 hat online gespielt mit meinem Cousin voll lange. Aber. Gib mir das, was auf ist. Was auf ist. Aber, ja. Nee, wie gesagt, Minecraft ist schon geil. Und das Geile war damals, ich hatte ja ein Let's Play gehabt, alleine. Dann hab ich aufgehört dann lange Zeit und dann kam der Marvin. Du kennst den Marvin nicht, gell? Wüsste ich jetzt nicht. Nee, aber gesagt, hast du schon auf Kontakt. Hast du das auf PC oder auf Konsole? Ich habe das auf wie allen. Ich habe Minecraft auf allen. Ja, weil theoretisch, wenn ich dann meinen PC wieder habe, könnten wir vielleicht dann mal zu zweit was zocken. Können wir machen, Minecraft. Ja. Es gibt ja noch andere Leute. Richard hat es, glaube ich, auch. Dann können wir mal so mehrere Leute auf einem Server zocken. Das können wir schon machen. Genau. Und wie gesagt, der Dominik hat. Ja, Dominik ist auch noch da. Den kennst du auch nicht, aber was macht nichts. Der ist in Ordnung. Das ist ein guter. Hört ja nichts. Und mit dem haben wir dann das Let's Play gemacht. Also ich bin dazugekommen. Der Marvin hat das so alleine gemacht und Dominik und ich sind dazugekommen. Und das war voll geil. Weil jeder hatte dann sozusagen, muss ich sagen, ein Königreich. Gell? Das Königreich wurde immer größer, Was? Ja, jeder sucht sich so seine Ecke, wo er was machen will. Dann baut der eine für sich das, der andere für sich das. Das dann zusammen. Das heißt, du hast, je nachdem wie viele auf dem Server sind, so und so viele... verschiedene Stories, die Leute durch ihre Bauten und Baustile entsprechend und das, implementieren. Das war bei uns irgendwann so groß, dass wir gesagt haben, ey, wir brauchen eine Währung und ein bisschen System, wie die Sachen, also das Holz und Stein, wie das bewegt wird. Gell? Weil wir haben einfach gesagt, da nimm das, nimm das. Und irgendwann haben wir gesagt, nee, wir bauen eine Bank. Beispielsweise Smaragden oder Diamanten als Währung. Ja. Wir nehmen eine Bank, tun da ein Lager rein und jeder hat einen Job. Ich war der Holzfäller. Ja, ich hatte eine richtige Holzfarm. Die ist mir dann irgendwann abgefackelt. Das war im Video sogar. Ich habe so geweint. Und dann habe ich immer mein Holz halt dorthin und habe Geld bekommen. Mit dem Geld habe ich dann was genommen, Steine gekauft, wo ich dann meine Burg gebaut habe. Das war voll geil. Bis der Marvin, und das hasse ich an dem heute noch, gell, hat dann gesagt, er will was Neues ausprobieren. Und statt ein Backup zu machen vom Server, hat er ihn einfach gelöscht und hat ein neues Minecraft draufgespielt, wo dann keiner mehr Bock drauf hatte. Mhm. Das hat er Stunden umsonst gespielt. Das hat mich so aufgeregt. Der Dominik auch. Wir waren so. Du kennst den Dominik, ihr zwei ja. Du nur vom Schreiben her. Aber wir kennen ihn ja persönlich. Schon okay, der ist mit meiner Cousine verheiratet. Ich muss ihn kennen. Der Schalke-Fan. Auch der jetzt staunt mit Urbis schlagen will. Ja, genau, der in Frankfurt will er sich schlagen. Genau. Wenn Urbis denkt, immer wenn der Urbis sagt, ich bin immer wenn wir beim Ding Cosplay in Frankfurt waren, hat der Urbis nicht immer gesagt, ich bin in Frankfurt. Ist ja auch gut so. Ja, das. Minecraft ist halt jetzt nicht so das beste Spiel, wenn man sagt, so von Technik her. Es hat halt vieles. Es hat halt damals so richtig was Neues gemacht. Es ist halt simpel. Es hat halt Emotionalität an. Ja. Vor allem, wenn du dann mal die random Sounds von Minecraft dann hast, so bis bei dir in der Basis irgendwie was, auf einmal kommt irgend so ein Höhlen-Sound. Ja. So die random Jumpscares. Ja, wie gesagt, und es hat halt auch, wenn man mit mehreren Leuten spielt, Spaß gemacht. Dann hat der Marvin und sein Kumpel, der noch auf dem Server war, die wollten wie heißt das bei Caesar da, dieses Ding, wo sie da fahren? Kolosseum. Nicht das Kolosseum, das andere. Wir sind die Bahn nach dem Kolosseum gefahren. Ja, aber ich meine diese langen da, wie heißen die denn nochmal? Circus Maximus, heißt das so? Nein, Alter, wie heißt das nochmal? Na, scheißegal. Rennbahn. Pferderennbahn. Ja, aber das hat doch so einen Namen gehabt.
Ist egal. Keine Ahnung. Die haben sie nachgebaut, das war voll schön. Ja. Ich hab gesagt, ey, das habt ihr echt gut gemacht. Ja, was macht der? Löscht den Server. Okay, egal. Minecraft, super Spiel. Empfehle ich dir, Patrick. Okay. Spiel es. Wie lange geht denn das Video schon? Fast eine Stunde. Das ist okay. Und wir sind jetzt erst bei der Nummer 4. Ja, Nummer 4, ja. Dann machen wir einen Zweiteiler draus. Bei einer Stunde bitte Bescheid sagen. Ich überlege gerade, was ich nehme. Ich habe schon halb 4. Da gibt es schon so viele Spiele. Ich würde sagen, wir machen jetzt schnell durchrushen erstmal ein bisschen. Ja, ein bisschen schneller reden, ja. Genau. Und nicht so lange über ein Spiel reden. Yeah, yeah. Mein nächstes Spiel ist One Piece. Welches? Was war das? 2015 rausgekommen. Ja, was weiß ich? Pirate Warrior 3, genau. Ach, dieses Dynasty Warriors. Ja. Habe ich nie gespielt. Jetzt einfach nur draufklopfen und das finde ich einfach geil. One Piece ist einfach geil. Martin, du bist dran. Ja, Moment, habt ihr das gespielt? Du, nein. Ja, ich auch nicht. Danny, ja. Ich hab den zweiten Teil drauf gespielt. Da hab ich sogar empfohlen. Kauf dir das. Nein, ich hab dir das World R empfohlen. Nur das war nicht mehr empfohlen. Das war nicht schlecht, das World R. Und Burning Blood, das Kampfspiel von One Piece, das war auch nicht schlecht. Das hab ich auch nicht gespielt. Ich hab's, aber ich hab's nicht gespielt. Burning Blood war nicht schlecht. Das ist halt ein Spiel, das du nicht lange spielen kannst. Das kannst du mal so vielleicht eine Stunde oder zwei am Tag spielen oder so mal, dann hat sich das auch, aber für die ein, zwei Stunden ist das ganz neues. Also ganz nice, das kann spielen. Martin. Ja, Sniper Elite Zombie Army 2. Was, Zombie? Ich dachte, du sagst jetzt Teil 3 oder 4. Nee, Zombie Army 2. Okay. Habe ich mal eine Zeit lang gezockt, war auch mal angenehme andere Shooter. Wirklich, ich glaube, den habe ich sogar auch, das Spiel. Wirklich nur auf Scharfschützenaktionen aufgebaut. Klar, kannst du ja aussuchen, Deutscher, Russe, Ami oder Engländer. Aber in dem Szenario war es. Ich schaffe jetzt noch Wasser, scheißegal. Und Fanta, jemand was will. Wissen was? Wasser. Ob du nur Deutscher warst oder nicht, weil die haben alle gegen denselben Feind gekämpft. Deswegen schön fand ich es auch. Wirklich, auch wenn es nicht so viele Chapters waren, man war wirklich. Da. Ein Bier. Man war wirklich auf. Ich schulde noch jede Mal. Scharfschützenaktion entsprechend ausgelegt. Und klar, man musste manchmal wirklich auch aufpassen, dass man nicht zu früh was Falsches trifft, weil das konnte später vielleicht mal wirklich hilfreich sein gegen eine richtig große Horde. Und man musste halt auch aufpassen, wie man sich bewegt, dass man nicht zu früh gesehen wird. Dann, dass man nicht zu viel Aufregung hat von dem Charakter, den man da gespielt hat, damit der auch trifft. Dann entsprechend mit hier Röntgen, hier Replays, wenn du da mal richtig fiese Treffer gesetzt hast. Ja, war einfach nur geil. So durchschnittliche Entfernung von dir bis zum Gegner, ja, würde ich mal sagen, 600 Meter war so die durchschnittliche Kampfentfernung. Vor allem, man muss. Reine Sniper-Spiele, ja? Sniper-Spiel, ja. Ich hab kein normales Spiel da. Heißt ja nur nicht umsonst Sniper-Elite. Ja. Patrick, was auch eins? Oh. Ja. Martin. Wenn du willst, du kannst auch zwei trinken hier. Guarana. Ich lass es mal hier stehen. Boah. Ja, wieder schön zum Wasser zu kommen. Du hast schon. Ja, nee, das ist nicht für mich. Deine Kalorien für heute verbrauchen. Ja, deswegen, das ist nicht. Kannst du nicht mehr essen. Okay, ich habe das auch gespielt, aber ich habe nur den Anfang gespielt, weil ich fand es nicht so geil. Weil ich weiß, Sniper Elite war geil, der zweite und dritte Teil, dann habe ich gedacht, ach komm, ich probiere das mal mit Zombies aus. Das hat mir nicht so gefallen. Und den vierten Teil habe ich schon gar nicht angefangen. Ich hatte noch einen anderen Sniper Elite Teil gespielt, allerdings auf der PS2 damals noch. Und durch den Teil bin ich erst mal auf Sniper Elite gekommen und dann... auf Sniper Elite Zombie Army hat mich da ein Arbeitskollege gestoßen und ich fand es halt auch mal knuffig, weil das mal ein bisschen anders fokussierter Sniper war, beziehungsweise Shooter. Okay. Danny. Okay, also ein Spiel, wo man jetzt allein drum reden muss, Jump Force. Ja, Alter, da hat nur so Spiele drin, wo ich niemals... Ich hab das jetzt auch, ne? Aber ich will es heute noch spielen, ich bin mal gespannt. Ich habe den Game Pass bei Xbox und da ist es dabei. Ich will das jetzt mal ausprobieren.
Ich ja, das ist was, ja, ich hab gestern die Xbox mal wieder angemacht. Das ist voll witzig, gell? Also, Jumpers hatten wir doch bei ja, das war cool. Das haben, ich hab das. Das ist ein nices Kampfspiel einfach. Ich wollte die Xbox mal anmachen, um zu gucken, ob die überhaupt noch geht, gell? Achso! Jetzt warte, ich schwick drauf. Geht nicht. Ich dachte, warum geht die denn? Guck ich so nach hinten. Die war nicht mal angestellt. Die stand einfach. Genau so ist es richtig. Die stand ein Jahr lang da, einfach nur rum. Einfach nur so. Ja. Und dann habe ich sie angeschlossen, aber den Game Pass gekauft, kostet nur 1 Euro. Und da war das Jump Force dabei. Ach, nur 1 Euro? Ja. Ja. Ist gut. Das ist aber ja, okay. Für den ersten Monat. Ah, okay. Also. Es ist eine Stunde rum, also zack, zack. Oder wenn man. Oder. Ja, du machst jetzt einfach Cut. Oder du machst jetzt noch deinen Jump Force, dann machen wir einen Cut, dann gibt es einen zweiten Teil. Ja, alles klar. Okay, gut. Ja. Also, Jump Force ist ein Spiel, ein Kampfspiel mit allen Charakteren von Shonen Jump Universum eben. Nee, ich mach noch zwei. Und dann sind wir nämlich mit einem durch. Bist schon fertig? Ja. Jump sagt, Spar, wir waschen jetzt ein bisschen. Ja, okay, wir haben Jump Force alle gespielt, aber nur ganz kurz. Bei dir war das. Ja. Da hast du es dabei gehabt. Ja. Ich meine, ach, das, ja, genau, ja. Es war okay. Ich muss es mal richtig spielen. Vor allem in der Lobby, wenn du einfach manchmal da rumstehst und tanzt, kannst du so tanzen mit deinem Charakter. Voll interessant. Und irgendwelche Leute dazustehen, einfach mit tanzen. So, vor allem ziemlich interessantes Szenario oder Kampf, was du haben kannst, ist beispielsweise, sag ich mal, ein Saitama. Wo ist denn das Wasser hin? Gegen so irgendwie hier Yami Yugi. Ja, Saitama ist leider nicht bei Shonen Jump. Ja. Aber wenn jetzt All Might zum Beispiel gegen Yami Yugi. Gibt es All Might? Ja. Oh, das ist geil. Wir haben es aber jetzt reingemacht, oder? Ja. Ich wollte gerade sagen, weil der war damals nämlich schon dabei. Nein, haben die reingemacht. Gut, ich bin dran. Ich habe vom Jahre 2013, warte, ich muss mal gucken. Warte, darf ich überlegen. 2013 war es da rausgekommen. Power Rangers. Nein. Okay, es ist ein Singleplayer-Shooter. Es hat kein Online. Call of Duty Netz. Es ist aufgenommen. Ja, natürlich. Bitte, ja. Ich hoffe es. Okay, ich sag's. Bioshock Infinite. Das ist der dritte Teil. Die ersten zwei Teile waren ja im Wasser. Ja. Und der dritte Teil war dann in der Luft. Und das war eine. Die wollte ich schon immer spielen, Bioshock, habe ich aber nie getraut. Hast du es auch. Es gab's noch für PlayStation Plus. Du musst mal gucken, ob du das hast. Es gab bei PS Plus gab's die Collection, alle drei Teile umsonst. Muss mal gucken, ob du die hast. Okay, muss mal gucken. Weil dann kannst du spielen. Der erste Teil war mir damals zu gruselig, ich weiß nicht warum. Den zweiten Teil habe ich dann gar nicht angefasst, weil ich dachte mir, das ist wahrscheinlich genau dasselbe. Beim dritten Teil war ich so begeistert von den Trailer und Gameplay, ich dachte, Alter, ich hol mir das jetzt. Und Alter, das wirklich, das war der geilste Singleplayer-Story-Shooter, den ich damals gespielt habe. Bis jetzt auch. Weil Call of Duty kann ich nicht zählen, da hast du 2 Stunden durch und dann ist nur noch online. Ja. Okay, Wolfenstein war geil, aber. Das habe ich auch in meiner Liste, aber das ist von 2009 Wolfenstein. Das ist halt. Ja, auch Wolfenstein 2? Und hast du nicht gespielt? Nee, nur den ersten Teil. Der von 2009. Der zweite Teil müsste irgendwann. Deswegen habe ich den mal reingenommen, da habe ich wieder rausgenommen, weil es 2010 war. Ich gehe mal davon aus, dass keiner gespielt Bioshock. Mhm. Zockt das. Ich wollte den ersten Teil spielen, aber dann denke ich mal Horror. Oh, naja. Bioshock kommt jetzt eine Serie aus Netflix, ne? Echt? Ja. Ja, echt? Eine reale, glaube ich. Ja, eine normale Reality. So von dem Spiel, ja. Ich glaube, Keira Knightley spielt Lilith. Okay. Ich habe irgendwas auch gelesen, ja. Okay, da habe ich Bock drauf. Soll, glaube ich, dieses Jahr rauskommen, glaube ich, oder so. Irgendwas. Nächstes Jahr. Also nächstes Jahr. Oder nicht. Dieses Jahr kommt gar nichts. Dieses Jahr haben die beiden fangen an zu drehen. Ah, ja, stimmt, ja. Ja, gut, aber was wollen sie drehen? Du hast ja 50 Leute am Set. Einzelaufnahmen. Ah, ja. Dann zusammenschneiden. Ja, es wird bestimmt für jeden Charakter mehr als genug irgendwelche Szenen geben, wo sie mal wirklich nur erwähnt sind. Es hat ja auch im Juli, hat ja auch vor einer Woche angefangen zu starten, der Dreh. Drehen die? Ja. Herrlich. Also Roland hat's gepostet, der ist am Drehen gerade von Uncharted. Ja, ich habe das Bild gesehen, aber ich wusste nicht, dass das vom Set ist. Doch. Echt? Wir haben letzte Woche oder vorletzte Woche angefangen zu drehen. Ja, mach's halt. Schon seit Jahren wollen die denn da so einen scheiß Film draus machen. Ich habe auch schon seit Jahren immer wieder die Haupt. Der ja, und ein neuer Regisseur. Ich weiß nicht, wie viele Regisseure der Film schon machen soll. Ich habe den perfekten Schauspieler, Harrison Ford. Nein. Indie 2. Tom Holland macht's, der Spider-Man. Genau. Ja. Der ist Nathan. Ja gut, aber so jung ist er auch gerade. Ja, gut, die machen aber wahrscheinlich einen jungen einen Film, wo der gerade erst anfängt mit dem ganzen Ach so, okay. Ich weiß es ja nicht, die werden ja nicht den ersten Teil vom Spiel einfach einen Film draus machen. Das interessiert doch keinen. Und der Tom Holland ist nicht so jung. Der Tom Holland ist älter als ich. Wir wissen ja schon. Der ist 25, der ist fast 30. 30?
Wow, der ist ja jünger als ich. Ja, aber Infinity War ist doch schon gar nicht lang her. Und? Und? Der war doch auch jünger. Ja. Oder Spider-Man Homecoming. Ja. Ja, der spielt dann nur ein Teenager, aber der ist ja kein. Genau. Ja. Der war 22, also gedreht. Frag mich nicht, ich hab keine Ahnung. Ich war egal. Genau. Okay, zockt das Bioshock. Vor allem du, zock das mal. Ich muss mal zocken, ja. Das war's dann. Ich habe gedacht, wir schaffen es in einem Teil, aber das ist wie immer. Das ist wie immer. Auf der Arbeit höre ich jetzt in letzter Zeit viele Podcasts von Rocket League und so. Und das ist genauso. Sie sagen, ah, ihr wollt eigentlich nur einen Teil machen, auf einmal sind 6 Teile. Ja, ja, klar. Ja. Ja. Dauert halt, wenn man sich dann überlegt, wenn man sich das mal. Hier, 4 Leute, jeder 10 Spiele, das sind 40 Spiele. Ja, ja. Und bis jetzt hat noch keiner dasselbe gehabt wie der andere. Nein. Nee. Das finde ich cool. Das finde ich cool. Deswegen. Ja. Gut, dann was? Ich dachte, wir zwei haben die ersten beiden zusammen. Death Stranding und Horizon. Ich habe gemeint, das hätten wir beide gemeinsam. Hatten wir nicht. Gott sei Dank. Ich hab wirklich lange gebraucht, weil ich habe gesagt, ey, es müssen wirklich. Ja. Ich hab eigentlich nicht so viele. In den letzten 10 Jahren. Death Stranding war klar, Horizon war auch klar bei mir. Und der Rest, ja. Ja, es waren beides gute Spiele. Ich denke aber, mein Lieblingsspiel dürfte keinen von euch überraschen. Ja, ich weiß gar nicht, welches von denen mein Lieblingsspiel wäre. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Mein Lieblingsspiel, wenn ich das euch nenne. Anime-Spiel? Natürlich, was sonst? Wenn ich es euch nenne, dann. Ja, ist egal. Im nächsten Teil. Also bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.